Jetzt hast du es geschafft. Was? Dein Leben. Weil? Weil du tot bist. Ach so. Wie tot? Jetzt so richtig? Ja, bist gerade in der Kugel eingelaufen. Ja, vom Capo, dem brutalen Hund. Ja. Meine lustige, schöne Super Ria. Nein, ich bin nicht die Ria. Ich schaue nur so aus für dich. Wer bist du dann? Ja, der liebe Gott. Ich bin aus der Kirche austreten. Das ist ja mir wurscht. Jetzt einmal was anderes. Wie schaue ich denn eigentlich aus? Na, bitte nicht diese Frage, da fürchte ich mich. Na, weil du, Ria, schau, ich sag jetzt einfach mal gar nichts. Ja? Weil wenn ich sag, du schaust gut aus, ist nichts. Und wenn ich sag, du schaust nicht gut aus, dann ist erst recht nichts. Du, ein Krampf, das stimmt ja gar nicht. Und wie, das stimmt. Woher möchtest du das wissen? Erfahrungswerte. Woher? Aus Leben 1. Gut. Danke dir. Also, wie schaue ich aus? Der Busen wird ein wenig zu gar zusammendruckt, allgemein nicht deine Farbe. Der Stoff schaut aus, als wäre er schon mal ein Vorhang gewesen und vielleicht solltest du in deinem Alter sowas einfach nicht mehr anziehen. Und deine Haare hast du auch immer noch nicht auf. Ja, warum sagst denn du nichts? Wie lauf ich denn rum und der vom Haar hinter dem Deppen? Max, du kannst dir nicht vorstellen, was am Stachus los ist. Vivi! Ja, ich weiß, wir sollten eigentlich nicht daherkommen. Nein, ich bin nicht froh, dass ich dich wieder sehe. So lange ist das doch jetzt auch wieder nicht her. Nein, aber du glaubst nicht, was seitdem alles passiert ist. Na, was, verzeih. Und Max? Ja? Aufrichtig sein. Ja. Max! Ja. Mei, alles in Ordnung mit dir? Ja, ja. Du hast scheinbar gerade einen Stromschlag gekriegt. Ja, nur einen kleinen. Mei, jetzt waren wir voll ganz. Ja. Ria. Was hast du mich gerade gefragt? Ja, genau. Ob du was hinter meinem Rücken machst, möchte ich wissen. Ja. Weißt, Max, in unserem Geschäft, da darf man viel scheißen, ausschmieren, aussackeln. Und man darf nicht gegen die eigenen Leute vorgehen. Man beißt nicht Hand, die einen futtert. Du weißt alles, oder? Ich bin ja nicht blöd. Ja, dann bin ich ja gerade völlig umsonst gestorben. Und der Stromschlag war scheinbar da ein bisschen fester. He? Also, Ria, ja, es stimmt. Ich habe einen Capo verraten, dass er ins Gefängnis gekommen ist und ich habe einen Bivi ein wenig ausgenutzt, aber der hat das auch verdient. Weil? Ja, weil er mich eingegangen hat vom Capo. Vom Capo, wann? Ja, gerade vorher. Also, gleich.